Kanadas Nationalmannschaft lässt das Jahr 2013 sieglos ausklingen, nachdem es am Dienstag im Testspiel gegen Slowenien mit 0:1 verloren hat. Zuvor hatten die Nordamerikaner mit 0:3 gegen Australien und 0:2 gegen Tschechien verloren. Gegner Slowenien hatte knapp die WM-Playoffs verpasst, stattdessen hatte es Island geschafft, sich den zweiten Platz zu sichern. In der ersten Halbzeit versuchte Dwayne De Rosario, Kanada in Führung zu bringen, scheiterte aber an Torhüter Jan Oblak. Eine der wenigen Torchancen für die Gastgeber, aber Roman Bečiak setzte den Ball an die Latte. In der 52. Minute dann aber der Durchbruch für Slowenien, Walter Birsa und sein 5. Länderspieltor. Später bot ein Freistoß von Jasmin Kurtic die Chance zu erhöhen, doch gekonnte Abwehr von Kanadas Schlussmann. Für die Nordamerikaner endet damit ein enttäuschendes Jahr mit einer 1:0 Niederlage.